Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar State of Decay 2. Ja, wir starten zusammen mit dem Livestream und genau, kurze Erklärung, beziehungsweise erstmal zum Spiel. Vielen, vielen Dank an Microsoft für die Keys. Ich habe nämlich 2 Keys bekommen, spiele das Ganze zusammen mit der Luna. Die Luna stößt nachher zu uns dazu, weil erstmal muss jeder Spieler für sich seine eigene Basis erschaffen, erbauen, erspielen, wie auch immer. Und danach kann man dann in eine Gemeinschaft joinen und genau, wer State of Decay 1 nicht kennt oder an sich State of Decay nicht kennt, es ist ein Zombie-Spiel, ein Open-World-Spiel und bei dem Teil, ich weiß nicht, ob es beim ersten war es glaube ich nicht so, aber bei dem neuen jetzt, bei State of Decay 2 ist es so, dass wenn wir Überlebende retten, dann können die auch permanent sterben, also wenn wir riskieren, dass die sterben, sind die für immer weg. Das Ziel von mir und Lula wird es sein auf jeden Fall, dass wir alle versuchen zu retten. Und da kommt schon... Hallo, vielen, vielen Dank für die 10-Euro-Donation. Genau, ich habe den Livestream, ich nehme die Livestream-Wiederholung, weil... Okay, ich warte kurz. Test. Dankeschön, vielen, vielen Dank für die 10 Euro. Ich nehme die Livestream-Wiederholung, weil A, das Spiel hat leider nicht so eine gute Grafik. Und B, mein Aufnahmeprogramm möchte das irgendwie nicht erkennen. Und deswegen habe ich gesagt, komm, wir nehmen die Livestream-Wiederholung. Dann habt ihr ein bisschen mit Facecam. Und dann komme ich zu dem hier unten. Wir legen natürlich gleich mit dem Spiel los. Ich will nicht zu viel quatschen. Aber das hier unten ist jetzt neu im Livestream. Das ist meine Lebensanzeige quasi. Mit jedem Follow, mit jeder Donation, mit jedem Host, mit allem Möglichen gibt es mir Schaden. Und wenn wir die 0 erreicht haben, dann gibt es entweder ein Giveaway von einem Spiel deiner Wahl. Oder es gibt einen neuen Saufstream. Gucken wir mal. Das hat sich die Community so gewünscht. Ich finde es eigentlich eine coole Sache, weil es so ein bisschen diesen Battle-Charakter herausholt. Und jetzt habe ich genug gequatscht. State of Decay 2 ist von Deadline Labs. Und der Publisher ist, wie gesagt, Microsoft. Kommt am 22. raus. Ich habe es schon seit Montag. Ja, seit dieser Woche Montag. Wann war, welcher war Montag? Montag war der... Seit 14. habe ich schon, hätte ich es euch zeigen können. Ich habe aber die ganze Woche viel zu tun gehabt. Deswegen komme ich jetzt erst dazu. Und ich würde sagen, neue Gemeinschaft, los geht's, viel Spaß und Attacke. Wartet, ich mache wieder schön bei Videos meine Fratze weg, dann haben wir ein bisschen professioneller und so. Und zwar muss ich dahin und dann kann ich hier meine Kamera... Ja, ich meine, ich kann jetzt diesen Lebensbalken nicht ausmachen, aber wird schon. Los geht's! Gucken wir mal. Die Luni, die spielt auch gerade das Intro. So, ich bin mal gespannt, wen sie nimmt nachher. Wir können die Lauren nehmen. Oder den Cooper. Coop. Ist eine Bloggerin. Ne, wir nehmen auf jeden Fall einen Typen. War in der Berufsschule. Okay. Kann ich alleine schlafen? Wie gut ist das denn? Okay, wir gucken mal. Der ist auf jeden Fall, er hat keine Ausdauer. Finde ich schon mal scheiße. Wir können auch weitermachen. Ja, Jeremy oder Bill. Wir gucken mal. Ich brauche auf jeden Fall jemanden mit Ausdauer. Wir müssen rennen. Guck mal, der ist ja ganz gut eigentlich. Was hat der ey, guck mal, der ist richtig gut, Alter. Jeremy ist richtig gut. Fanggeschichten. Kultfilm-Junkie. Also ich tendiere bis jetzt zu Jeremy. Weil der ist von den Werten einfach der krasseste. Solane oder Lily. Ne, wir nehmen auf jeden Fall einen Kerl. Weil Luna soll eine Frau nehmen, habe ich ihr gesagt. Mal sehen, ob sich dran hält, aber wir gucken mal. Raza. Tabula Rasa. Ja, wir nehmen tatsächlich das Team hier. Wir nehmen den Jeremy. Jeremy. Auswählen. Keep moving. Come on, hurry up already. What is that shit? Da geht's ja schon gut los, ey. Okay. It's like his whole body is an open wound. Dude, okay. We gotta keep moving. That gate won't hold him long. Okay. Wartet. So, ich muss aber mal gucken, wo ich die... Das ist bei Livestreams immer so, Leute. Okay, wir sind jetzt nämlich genau... Ich bin jetzt genau mit der Cam vor dem... So, ich glaube, so passt das. Gucken wir mal.
So, dass wir halt nichts verdecken. Okay. So, erstmal Steuerung checken. Zeig mal die Schnelligkeit der Maus. Ja, so schon besser. Ist ganz praktisch, wenn man an der Tastatur, ach, an der Maus einen Knopf dafür hat. So, wir können angreifen. Ah, Zombies! Shit, Biters got through their security. Ich muss ja dazu sagen, erstmal auf Scheiß aus. Wäre so lustig, wenn das gehen würde. Looks like they left all their stuff too. Ich muss ja dazu sagen, Teil 1 war schon der Hammer. Ist da ein Unterschied zwischen Schnellsuche und nicht? Okay, wir nehmen das mit. Verband. Ja, wir sind verletzt. Das heißt, auf Q verwenden wir den. Machen wir. Ich muss ja dazu sagen, Teil 1 war der Hammer. Und, und ich liebe eh alles, was mit Zombies zu tun hat. Ich bin mal gespannt. Okay, warte, wir töten die mal kurz. Ja, klar, guck mal, die klettert hier erstmal eine Runde rum. Ey, meine Waffe ist kaputt. Boah. Okay, okay. Okay, wir haben ein Messer auf jeden Fall. Ich gucke jetzt mal, was passiert, wenn man nur normale Suche macht. Das dauert zwar länger, aber es muss ja einen Grund haben. Vielleicht finden wir dann mehr, ich weiß es nicht. Ah, okay, bei der Schnellsuche. Ah, okay, danke für den Tipp. Gib ihm! Also wir haben auf jeden Fall einen krassen Motherfucker. Bei der Schnellsuche macht man Krach beim Suchen und lockt Zombies an, habe ich gerade gehört. Vielen Dank, Maulwurfen, für den Tipp. Ansonsten macht das keinen Unterschied beim Loot. Puh, dann machen wir halt immer schnell. Ja, ich brauche eine stärkere Waffe. Ja, ich hasse ja immer Mitspieler bei solchen Spielen. Oh, jetzt haben wir Krach gemacht, guck. Ja, such halt weiter. Erfolg freigeschalten. Komm her, Junge! Daneben kann man eigentlich auch irgendwo ausweichen. Muss mal gucken. Hm? Ah, ich bin ein Löwe! Okay, was passiert da, wenn man das macht? Greift man dann den Zombie? Oh, guck mal, ein Bobbycar! Okay, machen wir weiter. Oh Leute, das wird wieder, ich sag's euch jetzt schon, wenn ich nah mit Looney spiele, das wird wieder das Niveau, also hier ist normal Standardniveau und unser Niveau wird wieder, glaubt mir, es geht sehr tief. So. Wir werden nur Scheiße machen auf jeden Fall. Und es wird wieder ein kleines Let's Play werden, wo ihr Tränen lachen werdet, weil wir irgendeine Scheiße machen und irgendwas nicht hinkriegen. Dude, so ähnlich wie... I'm getting a real bad vibe from this place. So ähnlich wie The Forest. Besides, there are too many zombies behind us to turn around now. Okay. Ich mag ja keine NPCs, die einem immer schlaue Ratschläge geben. Such mal langsamer. Leiser, wie auch immer. So, hier kann ich da hin und her schalten. Ich muss mal gucken. Inventar. Was ist denn bei Tab? Da wechselt man da hinterher. Okay, wir gehen mal auf Steuerung. Oh, hier müsste es doch dann stehen, oder? Ah, das ist nur Freunde, das ist nur die Einstellung. Ich will Inventar auf Tab haben. Verdammte Kacke. So. Mach ich irgendwie in Ruhe nochmal. Ich will jetzt auch nicht so lange rumpimmeln. Ich mag, guck mal, den Lensflare von der Sonne. Was ich schade finde, dass das Spiel nicht so eine krasse Grafik hat. Wow, after all this time, these people still hope to find their loved ones. There's a thought. Waiting to make sure your friends aren't dead? I didn't leave you, man. We've been over this. You only came back because you forgot your stash of food. Oh, the food I selfishly shared with you? Right. Der Typ, der labert mir jetzt schon zu viel. Wow. Ah, C ist ausweichen. Gib ihm! Okay. So, jetzt haben wir gesagt X. X passiert einfach gar nichts. Okay, dann nicht. So, jetzt müssen wir mal die Waffe ausrüsten. Muss ich mal gucken im Inventar. So, der ist kaputt. Ah, auf F. Ah.
Das Ding dürfte doch nicht so schnell kaputt gehen. Kann man hier eigentlich irgendwie Sachen kaputt machen? Nee. Natürlich looten wir wieder alles, was geht. Nee, das Zurücksetzen ging nicht. So, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel hier. What is this place? Central Booking? Der Typ nervt mich jetzt schon. Können wir nicht rein? Stay and fight. Okay. Locked. Auf jeden Fall war es bei State of Decay auch immer so, dass es unterschiedliche... Ach, guck mal, ich kann nicht durch den durch. Alter, was ist das denn? Nasty. Looks just like that thing we saw outside the gate. The fuck? Fucking biter bit me. Fuck. So much for food and beds. Was wollte ich Ihnen sagen? Der Typ... Der hier, der erinnert mich von The Walking Dead. Ach, wie hieß er denn? Der Obernerd da, der immer Waffen produziert und so ein Scheiß. Wie heißt er denn? Ich komme auf den Namen nicht. Leute, schreibt mir mal den Namen von diesem Obernerd. Guck mal, jetzt ist hier die Tür offen. Achso, da kam der Zombie durch, oder was? Vorhin, er wurde gebissen, gleich in den Kopf abhauen. Wie hieß denn der? Hallo Pinaris, grüße. Yo, check out these rules. You would have hated it here. Shit, this bite is really itching. You act like you never got bit before. Whoa, what the hell happened here? Eugene, stimmt, oh. Eugene, Alter, stimmt. Der sieht aus, pass auf, der sieht aus wie Eugene mit seinem Fukuhila. Töte es, bevor es Eier legt. Mach's kaputt. Ah. Guck, das ist Eugene, Alter, ich sag's euch. Kann man hier nicht nah ranzoomen? Ah, der gute Eugene. Something's wrong. I feel like I'm burning hot. Alright, let's see if we can find you some medicine. Tja, für den kommt jede Hilfe zu spät, Diggi. So ein Anfänger, weißt du? Haben die nie irgendwelche Zombie-Spiele gespielt? Mal hier. So, hallo Lumpenoma, Grüße. This is useful, but it won't do anything for that fever. Mir ist irgendwie schwindelig. Wir sollten einen sicheren Ort zum Ausrasten finden. Zum Ausrasten? Ja, ausrasten, Leute, ausrasten. Yeah, I like that idea. Okay. So richtig ausrasten, Leute. So richtig ausrasten. Just keep quiet. We'll slip past him. Was? C für kurz verhöhen? Verstohlenheit? Ah, Attacke rauf da, obwohl. Okay, das ist, glaube ich, nicht so ganz funktioniert. Ich hätte das machen müssen. Okay, wir probieren das nochmal. Kann der jetzt nochmal im Schleichmodus gehen? Hey, wie bin ich, wie habe ich mich denn gerade hingehockt? Hey, up here! Get to the ladder! Der gefällt mir! Go, dude, move. Okay, wir müssen hoch! Go, go, go! Go, go, Gadget! Hey, wie war denn der jetzt? Er oben. This camp has been decommissioned. Did you decommission the food too? We haven't eaten in days. Strategic redeployment of resources. The brass pulled the whole op. The army's gone, my friend. Except for the few misguided fools who thought they could still do some good here. Seriously, dude. It's like my fucking blood is on fire. Uh-oh. I've heard that symptom before. My friend got bit by a real nasty zombie with blood all over it. Yeah, normal meds won't help. Better head to the SMB. And pray the doc still has what you need. Okay. Tell her I sent you. This blood is on fire. So, guck mal.
dass wir dem Hilfe besorgen. Also ich weiß zwar, das Einzige, was da hilft, ist eine Kugel in den Kopf, aber das wollen wir ihm mal noch nicht sagen. Aber die ist doch eigentlich auch nicht unser... Ist das unser Kumpel? Hi Fans, Autogramme gibt's später. Woo! Geil, ich habe richtig Bock auf das Game, Leute. So richtig, richtig. Ich bin zwar ein bisschen müde und noch angekatert, aber... Why are you alles easy. Here? The last trucks left days ago. Wir können mit dir reden. So, wir haben die Möglichkeit, wieder Sachen auszuwählen. Ich muss jetzt dort unten die Lebensanzeige gar nicht. Finde ich gut. Da ist nichts Besonderes irgendwie dahinter. So. Du solltest nicht hier sein, können wir sagen. Ach nee, sie sagt das. Bist du der Arzt? Der Soldat dort hat uns zu dir geschickt. He never gives up, does he? Okay, what do you need? My friend got bit. He says his blood is on fire. I see. You better come with me. This blood is on fire. That thing in the cage looks like the one that bit me. You're looking at blood plague. Once you catch it, you just burn up from the inside. Hold up. I'm gonna turn into one of those things? You would, if I weren't here. You, time to help your friend. Okay, als ob die dem noch helfen kann. Die verarschen ihn auch. Guck mal, ein kleines Fahrrad. Das ist doch hier so ein Strom zu erzeugen. Guck, das hat nur vorne ein Rad und da wird dann Strom erzeugt in die Batterie. Viel Spaß, die Batterie aufzuladen, Alter. Hallo. Take your flashlight and look for a sample case in there. Bring me whatever you find. Mach das. Geh da. Los. Geh doch alleine. Blöde Kuh. Okay. Before I lost my team, we were learning all we could about blood plague. Okay. We found a cure that works if you use it soon after infection. The army took our lab when they left, but they didn't get everything. So, was haben wir hier? Seuchenprobe. Okay, hier könntest du das mal aufräumen hier. Warum wollte die jetzt hier eigentlich nicht reingehen, weil die keine Taschenlampe hat oder was? Hallo Ibims. Did you find it? Bist du fündig geworden? Ja, hier. Leider keine Medikamente dafür, das hier. No cure? That's bad. I'll need an infirmary to culture a new dose. Hey Doc, the camp is compromised. Thanks to all the noise, the Zeds are swarming the east perimeter. That day we talked about, it's here. It's time to go. You know I can't leave Charlie. If you stay, I gotta stay. Then we all die. Charlie's gone. But this guy still needs your help. Okay, but I need to say goodbye, you know? Make it quick. We don't have much time. Hey, I need your help with something. That thing in the cage? It was a person once. Charlie and I? We were all we had left. There's only one option now. But I don't have the strength. Okay. Was will sie jetzt von mir? Die Waffe annehmen. Juhu, eine Waffe! Bitte nimm diese Waffe! Bring's zu Ende, wozu ich nicht fähig bin! Machen wir. Oh yeah! Keep on rolling, baby! No time it is. Hey. Achso, F drücken. So, guck mal, Packsack. Das heißt nicht Rucksack, das heißt Packsack. Ach, hier ist Rucksack. Aber was ist denn Packsack? Mein Packsack. So. So. Zielen. Feuer in 3. Alter, was hat der für Laseraugen? Zieht euch den mal rein. Der Dicke. 3, 2, 1. Headshot. I'm sorry. I hope you're in a better place now. Der war einmal, Leute, der war einmal. Und dafür können wir die Waffe behalten, Dude, oder? Dude, I'm sorry. I know I'm a fuck up. But please, don't let me go out like that. Okay. No way. Someone's gotta come up with all our great plans. Wird schon, Diggi, wird schon. Sie hat gesagt, sie hat ein Heilmittel und wenn sie keins hat, dann gibt's BAM! Headshot voll ins Knie, Alter. Thank you. I hope I never have to repay the favor. Hey, come over here for a minute. Was los, Lane? Wir müssen einen Ort finden, an dem wir uns niederlassen können. Es gibt hier in der Nähe 3 Städte. Einen Ober... Was? Eine Ober im Vorgebirge. Eine draußen auf dem Plateau. Und die letzte liegt unten im Tal. Was ist das für Deutsch, Diggi? Okay.
Dann machen wir uns auf den Weg zur Stadt im Vorgebirge. Ich sag, wir probieren es in der Stadt am Plateau. Ich sage, wir sind Stadt im Tal. Plateau finde ich gut. Oder? Was sagt der Chat? Welches sollen wir nehmen? Hallo Loco, einen wunderschönen guten Abend. Ihr kleinen Schlümpfe, sagt er. Sag mal an. Welches nehmen wir? Zwei, Plateau. Oben ist immer gut, oder? Schön Höhenvorteil, machen wir. It seems we're on the same page. It's time to move. You drive, I'll ride shotgun. Du lenkst, ich bin Beifahrer. Okidoki, machen wir. Rum, rum. Aber sich das gut überlegt hat, Leute, dass wir fahren. Okay, Eugene sitzt vorne. Keep her rolling, baby. How the hell do we do this without the army around? Warum kann ich eigentlich nicht lenken? We stay together. We find somewhere safe. We survive. State of Decay. We're out of gas. I guess we better start scavenging. More fuel won't help us now. The way that blood plague is progressing, your friend won't last long without a place to rest. I vote we listen to the doctor. We have to find a place to settle down. Now. For once, the army and I agree. It's time to get off the road and find a home. Some place we can build what we need to keep your friend from dying. Okay. So, Mehrspieleroptionen sind jetzt verfügbar. Stelle deine Präferenzen für Mehrspielermodus ein. Du kannst das später einschalten. Nur Freunde, bitte. I think I spotted a possible home site as we came through town. Okay. Let's check it out. We're too exposed out here to stay for long. So. Okay. Diese App-Zugriffe erlauben. Yes. Okay, Leute, ich habe jetzt hier noch so ein Oberfenster, das seht ihr gerade nicht. Vom Xbox-Windows 10 Gedöns. Zack, erstmal Game Over. Okay, Leute, dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal einen Cut auf der YouTube-Folge und sehen uns dann zur zweiten Folge wieder, wenn die gute Luna dabei ist. Warte, den töten wir noch schnell. Gib ihm! Den Dicken hier. Komm her, Junge. Mach dich kaputt. So, wir machen kurz einen Cut und sehen uns dann gleich wieder zur nächsten Folge State of Decay 2. Bis dahin, macht's gut. Bye, bye. So, pass auf, hier schreibe ich mir...